Plattsport, der Sportpodcast. Herzlich willkommen zu Plattsport, der Sportpodcast. Wir haben heute Folge 49. Mein Name ist Martin Tetzlaff und wir befinden uns mitten in der Naturkatastrophe. Eine Naturkatastrophe, die laut Professor Dr. Christian Drosten in Zeitlupe abläuft, aber wir kriegen alle mit, dass die Dinge, die da gerade draußen ablaufen, uns alle treffen, also jeden bis ins Mark, und der eine mag es mehr glauben, der andere weniger. Es gibt Leute, die sind panisch, es sind Leute, die sind nicht panisch, und mein Gesprächspartner, den ich heute an meiner Seite habe, der macht auf mich bisher den Eindruck, dass er noch nicht ganz so panisch ist, und das ist eine Sache, die ich persönlich in dieser Zeit gerade sehr, sehr beruhigend finde. Der gute Mann war vor ein paar Wochen schon mal bei uns im Gespräch, da haben wir über sein Leben geredet und darüber, dass man auch manchmal eine Faust im Schiedsrichter-Dasein benutzen darf, ohne dass man danach auf Lebenszeit gesperrt wird. Und ich bin froh, dass er wieder da ist. Hallo Knut Kircher. Martin, grüß dich, hallo. Wie geht's dir? Mir geht es gut, gesundheitlich tipptopp, in Ordnung und auch sonst noch am Arbeitsleben teilnehmend. Arbeitsleben teilnehmen, du bist bei Mercedes-Benz, da sind wir ja schon voll im Thema. Inwiefern trifft die sogenannte Corona-Krise jetzt auch deinen Arbeitsplatz, deinen Arbeitgeber? Ja, der schlägt schon zu. Seit Freitagnachmittag haben wir hier auch ein Homeoffice angeordnet. Wir dürfen nur noch in so einem AB-Modell in die Firma rein. Das heißt, müssen gucken, dass halt weniger Belegschaft, wenn sie denn zwingend notwendig ist, dann auch tatsächlich vor Ort ist. Und dann mindestens 2 Meter Sicherheitsabstand zueinander, dass wir da über die Tröpfcheninfektionsgefahr nicht wirklich das Risiko laufen, uns als Belegschaft komplett out of order zu bringen. Und ansonsten harren wieder Dinge. Das ist ja sehr dynamisch und von Tag zu Tag gibt es neue Dinge, die zu berücksichtigen sind. Also seit dem letzten Mal, wo wir eine Folge gemacht haben, das war letzte Woche Mittwoch, da haben wir noch, und ich habe den Zettel sogar noch hier liegen, da haben wir uns darüber unterhalten, über die Bundesligaspiele ohne Zuschauer, wie das so wirkt, und die Notwendigkeit von Geisterspielen, darüber haben wir gesprochen. Wie das wohl ablaufen wird in der kommenden Saison oder in der restlichen Saison. Heute ist der 16. März und ich glaube, man muss eigentlich kaum noch einen davon überzeugen, dass man irgendwie Geisterspiele machen muss. Wie hast du das heute vor einer Woche ungefähr gesehen? Ja, ich war vor einer Woche auch schon überrascht, dass es im Grunde genommen noch so war, dass man sagt, wir machen Geisterspiele oder wir überlegen da, ob wir Geisterspiele machen oder ob wir es mal mit Zuschauern machen. Ich dachte mir damals schon, oh, das geht alles in die falsche Richtung, oder es geht zumindest in die Richtung, wo der Fußball vielleicht das Ganze noch nicht so ernst nimmt und noch nicht ganz so ankommt, weil zum Fußball selber parallel die anderen Großveranstaltungen sind dann schon ausgefallen und abgesagt worden. Und jeder hat sich ein Stück weit auch gefragt, ja, wieso ist es denn was anderes, wenn 80.000 Menschen eng gepfercht in einem Stadion, und wenn man dann die Bilder sieht, jubeln, sich in die Arme fallen, und wie soll das jetzt nicht dazu beitragen, dass sich der Coronavirus dann ausbreitet, und von daher folgerichtig, dass man dann genauso wie die anderen Sportarten auch den Fußball eben dann mal eine Zeit lang ruhen lässt. Da sind wir ja auch schon fast im Thema drin, aber ich würde gerne trotzdem das so ein bisschen, genauso wie wir jetzt langsam so richtig in diese Situation geführt werden durch das Schicksal, durch die Natur. Wie hat Mercedes oder wie hat dein Arbeitgeber, wie lief das da ab? Also ab wann hat man tatsächlich begreift, was da auf einen tatsächlich zukommt? Ach, das sind schon seit 2 Wochen, sind da im Hintergrund Vorbereitungen mit Krisenstab am Laufen, mindestens 2 Wochen. Man stellt sich darauf ein, das geht ja auch nicht von heute auf morgen, indem man den Schalter umlegt, indem man eine Belegschaft nach Hause schickt und sagt, jetzt macht ihr mal alle Homeoffice. Da ist ja auch der Zugang von außen auf die Netzlaufwerke im Betrieb dann auch wieder einer Firewall gesichert.
dann gewissen Zugangsvoraussetzungen gebunden, dann die Zahlen, die Accounts, die dann auch notwendig sind, freigeschaltet sind. Das ist nicht alles so ohne. Gleichzeitig muss man schauen, wie es mit der Produktion weitergeht. Man kriegt heutzutage mit, dass schon die ersten Produktionswerke geschlossen haben, der Automobilhersteller, dann der Zulieferer. Das heißt, im Grunde genommen ist es fast wie eine Vorbereitung auf so einen Shutdown irgendwann mal, dass die Tore schließen und dann mal eine Zeit lang gar nichts produziert wird. Also das Leben quasi stillsteht, das Arbeitsleben für ein paar zumindest, um dann wieder nach oben zu fahren. Und das ist natürlich schon auch in der Volkswirtschaft nicht unerheblich, die Auswirkung. Aber so ein Arbeitgeber, der stellt sich darauf ein, indem er da verschiedene Szenarien durchspielt. Und wenn man dann Führungskraft ist, wie ich, ist man natürlich dann auch mit involviert in tagtägliche Telefonkonferenzen mit der Geschäftsleitung, wo dann das Wohl und Weh, wo man dann abwiegt und letztendlich dann auch das, was wir dort quasi als möglich und notwendig erachten, als Direktive runtergibt in die Mannschaft. Und ich glaube, da ist unheimlich wichtig, dass man früh aufgestellt ist, dass man sauber aufgestellt ist, weil letztendlich auch die Menschen, die da verunsichert sind, klare Leitplanken brauchen, klare Guidelines brauchen, um auch selber für sich so ein Stück weit Ankerpunkte zu haben. Du hast ja gerade das Thema Zulieferer genannt. Also in der Metallindustrie ist man das ja eigentlich auch immer schon gewohnt gewesen, dass durch Streiks Ketten unterbrochen werden oder zumindest, dass man nur kurz warten muss. Aber die Dimensionen, die jetzt laufen, die sind ja doch schon um einiges gewaltiger. Wie früh habt ihr den Bruch mit den Materialien, die ihr zum Beispiel aus China bekommt? Wie habt ihr das gemerkt und seit wann war euch das klar, dass die Sache dann doch für euch auch in der Produktion ein bisschen ernster wird? Ich sag mal, das ist ja schon sehr schnell merkbar über die Medienlandschaft, die wir heute haben, über die News, die da über den Ticker laufen. Und dann kriegt man natürlich schon auch mit, wenn China mal die Grenzen schließt oder China die Arbeitnehmer dann nach Hause schickt und damit die Fabriktore schließt. Das kriegt man dann schon mit. Und dann muss man halt auch nachforschen in den restlichen Kommunikationswegen, die man dann hat. Und dann kriegt man das sehr schnell mit. Und im Gegensatz jetzt zu uns, wo quasi jetzt gerade alles droht, um runterzufahren, in China wird gerade wieder hochgefahren. Also quasi gegenläufige Wirtschaftsfaktoren. Bei uns ist es dann so, dass man speziell bei uns Werkzeuge natürlich in China hängen hat, an die man nicht rankommt. In diesen Werkzeugen sollen Teile produziert werden. Beides ist nicht möglich. Dann chartert man extra einen Flieger, quasi mit dem Stern drauf. Der fliegt rein, der fliegt raus, um die Logistikwege aufrechtzuerhalten. Also da ist schon ein Krisenmanagement schon seit Wochen dran, um zumindest mit der Globalisierung, die das ganze Freihandelsabkommen und das ganze Import-Export-Geschäft natürlich mit einherbringt und damit die Abhängigkeiten von Lieferanten außerhalb Deutschland, Europa und eher so verstreut über die Welt dann aufrechtzuerhalten, ist natürlich schon nochmal eine größere Herausforderung, als wenn man sagt, das wäre jetzt nur in Europa oder nur in Deutschland. Ja. Ist es dann auch so, ich habe von Industrie tatsächlich relativ wenig Ahnung. Aber ist es dann auch so, wenn die wieder normal anlaufen, stelle ich mir vor, ihr kriegt Material geliefert, was ihr gar nicht verarbeiten könnt. Wie könnt ihr sozusagen dann mit dieser gewohnten Taktzahl dann auch Schritt halten? Nein, das wird gar nicht abgerufen dann erst. Also die Lieferanten, die kriegen ja einen dementsprechenden Abfrageimpuls, was wir benötigen an Fahrzeugen, die wir produzieren wollen. Und jetzt in diesen Momenten ist normalerweise so ein Abfrageimpuls so 6 Wochen voraus. Der ist natürlich viel, viel kürzer. Und da hat man dann funktioniert das Ganze auch, sag mal, 10 Tage vorab, eine Woche vorab, dass die Lieferanten dann auch wissen, da kommen deutlich weniger Stückzahlen an bei uns. Und da ist man täglich in Kontakt im Abgleich der Abrufzahlen.
Man sagt ja auch, wenn jetzt die Ferien dort in China wieder vorbei sind und die Produktion wieder normal anläuft, geht auch wieder die Krankenzahl hoch. Und das hat auch wiederum einen Effekt auf die Produktion dort. Also wenn viel mehr Leute krank werden und nicht arbeiten können. Das klingt für mich ein bisschen aktuell wie so ein Teufelskreis, aus dem man eigentlich kaum rauskommt. Jetzt mal aus Fachperspektive, kannst du uns erzählen, was einem da Mut macht im Moment? Ach, ich denke mal, man sagt so, wenn eine Durchseuchung von 70% erreicht ist, dann ebbt das Ganze alles ab und die Menschen, die erkrankt sind, keine Symptome haben, dann Antikörper bilden, die werden nicht mehr an Corona erkranken. Also von daher ist es wahrscheinlich wie bei vielen anderen Dingen auch, dass es irgendwann mal so einen Stillstand gibt. Nur dieser Stillstand ist halt lange nicht erreicht. Und deshalb versucht man das irgendwie einzudämmen und den Wettlauf mit der Zeit zu gewinnen, indem man halt dann auch diese Sozialkontakte dann auch so einschränkt. Und was heißt das? Wenn die Menschen nachher wieder krank werden, vielleicht ist man dann anders drauf eingestellt. Man weiß, mit den Dingen umzugehen. Wenn man eine zweite Welle bekommt, wie die chinesische Bevölkerung, dann wissen sie es aus der ersten schon, was sie erwartet. Ist vielleicht dann nicht mehr ganz der Überraschungseffekt und von daher vielleicht eher drauf eingestellt. Du sagst das schon, soziale Kontakte runterfahren. Also ich sehe es jetzt nur in meinem Alltag. Wir sind jetzt bei dem Punkt, unser Alltag, unsere Arbeit. Bei deiner Arbeit sind wir jetzt schon gewesen. Mein Alltag, ich bin Weinverkäufer. Ich habe im Moment den Laden auf und das ist so ziemlich der einzige soziale Kontakt, den ich noch habe zu meinen Kunden. Und am Ende des Tages fahre ich nach Hause und versuche möglichst alle Kontakte zu meiden. Was wirklich sehr schmerzhaft ist, weil da auch gewisse Freizeitaktivitäten dranhängen, die man sonst immer so macht. Und ansonsten gehe ich abends nach Hause, mache mir mit meiner Frau einen schönen Abend und am nächsten Tag fahre ich wieder zur Arbeit. Wie sieht im Moment dein Alltag aus? Inwiefern schaffst du es, deine sozialen Kontakte einzustampfen und wie reagiert dein Umfeld darauf? Ja, das gelingt schon, weil im Grunde genommen alles sehr vernünftig sind. Man tatsächlich, wie du sagst, auch nicht die Gelegenheit hat, mal irgendwo sich kurz in der Kneipe zu treffen auf ein Bier oder sonst was, sondern es wird jetzt alles geschlossen, ist zu. Dann macht man sich wirklich einen gemütlichen Abend mit den Kindern. Und wenn ich jetzt an das vergangene Wochenende denke, bei herrlichem Sonnenschein, war es tatsächlich so, dass man samstags und sonntags mal nichts mit Fußball zu tun hatte, sehr viel an der frischen Luft draußen war, spazieren war, vielleicht das Nötigste noch irgendwie einkaufen, Klammer auf, keine Hamsterkäufe, Klammer zu, und da einfach so vielleicht auch mal ein Stück weit entschleunigt und dem Alltagsstress so ein bisschen entkommt und sagt, man muss jetzt noch dahin, man muss jetzt noch dorthin, nein, das muss man alles gar nicht. Und siehe da, das Wochenende ist auch rumgegangen, ohne dass man irgendeinen Verlust erlitten hätte. Im Gegenteil, eher noch so ein bisschen gemeinsame Zeit gewonnen hat. Wir sind jetzt quasi in der ersten bzw. zweiten Woche von diesem Runterfahren von sozialen Kontakten. Im Moment kann ich das auch sagen. Ja, das ist doch eigentlich ganz schön, abends meine Frau zu sehen, keine Verpflichtungen. Und am Sonntag waren wir draußen. Und naja, wenn man das jetzt mal so absieht, die ganze Geschichte wird uns ja wahrscheinlich noch Monate begleiten. Irgendwann möchte man doch auch wieder andere Leute sehen. Ist dein Umfeld auch tatsächlich mit so stark, dass man sagt, ja, wir halten das jetzt durch, unsere Gesichter jeden Abend zu sehen und keine anderen? Also das stelle ich mir schon. Aktuell ist es, ich sehe es genauso wie du. Man fährt runter, genau. Man entschleunigt, man macht vielleicht mehr Sachen für sich als immer für andere. Aber halten wir das durch? Ja, ich denke schon, dass man das so halten kann. Lässt sich das einfach vielleicht mal gut, auch wieder so sich zu orientieren nach innen, so in die Familie. Ich glaube eher, dass Menschen es sehr schwer haben, die vielleicht alleine sind, die gar keinen Partner haben. Und die sind dann vielleicht eher auf soziale Kontakte nach außen auch angewiesen. Nach innen denke ich eher mal so, also, na komm, lass uns mal wieder Gesellschaftsspiele auspacken, lass uns mal Kartenspiele auspacken, was wir schon mit den Kindern dann auch machen. Und das ist auch immer ganz nett. Ja. Also von daher orientiert man sich dann auch wieder gern nach innen. Und am Wochenende ist es ja nicht so, dass man gar keine sozialen Kontakte haben kann.
Ich denke mal dran, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo gemeinsam spazieren geht mit einer befreundeten Familie oder meinetwegen auf Fahrrad fährt, dann hat man ja immer einen ja, möglicherweise oder einen gesunden Kontakt und auch einen gesunden Abstand zu der ganzen Geschichte. Mit 1,5 Meter, 2 Meter, das geht allemal, ja. Und von daher hat man dann immer noch was gemeinsam unternommen, wenn man das möchte. Also du klingst jetzt erstmal sehr optimistisch. Du wirkst ja auf mich jetzt überhaupt nicht sorgenvoll und ängstlich. Kannst du verstehen, dass dein Umfeld eventuell anders reagiert? Anders reagiert auf was? Auf die Einschränkungen, dass man quasi nicht so frei sich mehr bewegen kann mit der Einschränkung der sozialen Kontakte oder? Na, ich meine vor allem diese Ungewissheit, was kommt. Also wir wissen nicht, wie lange es dauert, wir wissen nicht, wie unsere Wirtschaft damit klarkommt, wir wissen auch nicht, wie unsere Mitmenschen in unserer Gesellschaft damit klarkommen. Wir sehen es ja jetzt schon, der kleinste Impuls reicht und die Leute horten 20 Pakete Toilettenpapier bei sich zu Hause und ja, lassen ihren Mitmenschen nichts übrig. Also sozusagen eine Angst auch vor den anderen Menschen, die dann entsteht. Das meinte ich eher. Ja, das ist ein Paradoxum, wo ich denke, Menschenskinder, also wie kann man in den Laden gehen und fünf Großpacken Toilettenpapier oder Küchenpapier kaufen, wo ich mir dann immer vorstelle, was meinen die Menschen? Geht jetzt die Welt unter oder was ist da Sachlage? Ja, das kann ich mir halt nicht vorstellen. Vielleicht bin ich da ein bisschen ländlicher geprägt, da hilft man einander und wir haben jetzt bei uns auch in dem kleinen Seelendorf, haben wir zumindest eine Art Notfallstrategie schon mal überlegt, über diesen Dorfladen, den wir haben, dass Menschen, die unter Quarantäne sind, können sich melden unter einer E-Mail-Adresse, dann wird quasi, können sagen, was sie alles brauchen, dann wird denen eine Kiste gepackt und dann wird die vor die Haustür gestellt. Die klingelt, dann können die nehmen und die Abrechnung erfolgt dann über Bankeinzug oder sonst irgendwas. Also da guckt man schon, dass man sich dementsprechend behilft und eine Art Lebenskette dann auch aufmacht. Es hat annähernd was von Weihnachten oder Silvester, wenn die Menschen in die Läden strömen und die Regale leer kaufen. Ja, also da schüttel ich dann mit dem Kopf und sage, Das braucht man alles nicht, das ist alles übertrieben und überzogen, sondern mit einem gesunden Augenmaß. Dann deshalb bin ich da ein bisschen gechillter und muss nicht meinen Keller auffüllen mit irgendwelchen Vorräten. Du findest aber jetzt nicht die Maßnahmen, die jetzt angestrengt werden, die findest du nicht überzogen? Nein, das dient. Also wenn man auf der einen Seite sagt, man appelliert man an die menschliche Vernunft und sagt, man soll soziale Kontakte einengen, man soll sie vielleicht auch mal eine Zeit lang aussetzen und auf der anderen Seite erlebt man dann halt trotzdem Freiluft, ja nicht vielleicht Großveranstaltungen, aber Ansammlungen und denkt sich dabei, ja, meinen die Menschen, wer weiß denn voneinander, wer ist angesteckt? Das kann sein, der eine oder andere hat gar keine Symptome und steckt einen dann trotzdem an. Und so verbreitet sich dieser Virus halt einfach weiter. Und also, wieso auch nicht mal wieder auf den Inner Circle sich zu konzentrieren und da ein bisschen konzentrierter unterwegs sein. Deshalb. Oder abends Podcasts machen. Ne? Ja, abends Podcasts machen ist auch nicht ansteckend, zumindest nicht viral. Interessiert mich gerade. Hörst du auch diese Podcasts von NDR Info mit dem Professor Dr. Drosten? Nein, habe ich bisher noch nicht gehört, nein. Okay, es war jetzt so eine reine Frage, weil es gibt viele, die es inzwischen hören und ja. Für mich persönlich ist es eine Form von, ich muss gestehen, am Anfang war ich relativ ängstlich aus irgendeinem Grund und das war die beste Medizin, also Wissen ist die beste Medizin und das war doch sehr hilfreich. Also wenn du es neulich gehört hast, aus einer manchmal wissenschaftlichen, manchmal politischen Perspektive, aber eigentlich meistens wissenschaftlichen Perspektive, was da überhaupt passiert, im Positiven wie im Negativen, kann ich nur sehr empfehlen. Was sich auf jeden Fall meiner Meinung nach verändern wird, ist, dass die Gesellschaft
den Umgang miteinander verändern wird und auch wie wir zum Beispiel soziale Medien nutzen. Also im Moment habe ich das Gefühl eher, dass soziale Medien das eher egoistisch, also dass wir die sehr egoistisch nutzen, aber irgendwie habe ich die stille Hoffnung, dass das auch in Zukunft jetzt durch diese Geschichte sich ein bisschen mehr vergesellschaftet. Also dass wir tatsächlich, wie du sagst, ja, man schreibt sich dann eine E-Mail und ich brauche das und das. Glaubst du, dass sich unsere Gesellschaft durch die Geschichte auch positiv entwickeln wird? Ach, ich glaube, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass sich manch einer jetzt damit beschäftigt, wie kann ich mit jemand anderem per Bildtelefonie, also per Skypen oder FaceTime mal austauschen. Nicht nur, dass ich dem die Stimme höre, sondern dass ich die Menschen tatsächlich auch sehe. Ja? Also mit meinen Eltern, die jetzt auch schon etwas älter sind, wo ich sage, meine Mutter hat ein iPad mal geschenkt bekommen. Da wird man jetzt vielleicht hier und da auch mal einfach FaceTimen, ja, und sagen, hey, wie geht's und wie steht's? Und ja, dann ist das schon was, wo ich sage, so ändert sich die Gesellschaft auf jeden Fall. Auch Treffen mit Freunden digital, also dass man sich hinsetzt. Wir machen das jetzt am Wochenende. Wir treffen Freunde, mit denen wir uns eigentlich treffen wollten am Samstag. Und ja, wir haben jetzt gesagt, nö, wir machen das jetzt dann halt am Computer mit Skype und stellen uns ein paar schöne Weine hin und dass man auch die Stimmen hört und die Gesichter sieht. Mach doch mal eine digitale Weinprobe. Ist auch nicht so schlecht. Witzigerweise, der andere ist auch noch Weinhändler. Ja. Aber kommen wir mal zum Fußball. Wie geht deiner Meinung nach so global, erstmal gesagt, bevor wir uns auf die Länder oder beziehungsweise auch auf die Bundesliga so ein bisschen stürzen, wie geht deiner Meinung nach der Fußball grundsätzlich mit diesem Thema Coronavirus und was der Sport machen kann damit um? Naja, das ist jetzt das aus meiner Sicht sehr schwierig. Irgendwie quatscht ja jeder mit und keiner. Wir müssen ja bedenken, das Ding haben wir zum ersten Mal, ja, so in der Art und Weise. Wir sehen vielleicht, was machen die Länder um uns herum, reagieren wir genauso, agieren wir genauso. Der Fußball so ein bisschen, ja, hat noch gezögert, da waren andere schon ein bisschen weiter, andere Landesverbände oder andere Sportarten. Da stand vielleicht auch so nicht so sehr das Monetäre im Fokus. Man muss halt einfach wissen, wenn der Sport und damit der Fußball auf die Bremse tritt, dann sind viele Menschen mal nicht beschäftigt. Also nicht beschäftigt, die haben einfach nichts zu tun am Wochenende. Ja, da hängt eine Riesenmaschinerie dran. Und deshalb finde ich es vernünftig, dass man jetzt wirklich auf die Bremse getreten ist in den Landesverbänden und gesagt, Amateursport ruht und der Profifußball genauso. Und jetzt muss man mal gucken, weil sie natürlich auch Vorbildrolle haben und einen sehr großen Anteil dazu beitragen, dass eben diese Einschränkung jetzt auch stattfinden kann. Der Eishockeysport hat relativ hart auf die Bremse getreten, zumindest in Deutschland. Die haben gesagt, okay, jetzt werden die Playoffs gekommen und wir sagen die Saison komplett ab. Und grundsätzlich ist der Eishockeysport ja auch immer nur unterfinanziert und auf das Wohl von Investoren oder von Stundung der Stadt oder Unterstützung von der Stadt, je nachdem, in welchem Standort wir uns in Deutschland da befinden, abhängig. Und trotzdem hat man diesen harten Tritt auf die Bremse gemacht. Was hast du gedacht, als das beim Eishockey passiert ist? Schade auf der einen Seite und aber trotzdem Verständnis, weil sie einfach nicht die Möglichkeit haben, die Stadien leer zu lassen und dann viele Kameras reinzupacken, um vielleicht dann am Fernsehen einen dementsprechenden Sport zu bringen, weil wir die Konsumenten einfach dazu nicht haben oder zu wenig haben, dass sich's lohnen würde. Und fast befürchtet, dass irgendeiner anfängt und dann es wie so eine Art Domino-Effekt ist, wo die anderen mitziehen, ja, sei es Volleyball, sei es Handball, sei es Basketball und all die anderen Sportarten, die man so kennt und letztendlich dann auch der Fußball. Aber wie gesagt, einer ist immer mal der Erste, der die Entscheidung trifft und die anderen folgen meistens danach. Der Fußball hat
bis zum heutigen Tag noch nicht so richtig auf die Bremse getreten. Da wird doch sehr von monetären Gründen immer wieder gesprochen. Und wir reden jetzt davon, dass gerade der Fußball doch am Wochenende Hunderttausende in die Stadien lockt und nicht jetzt zwingend die Stadien selbst der Virenherd sind, aber die vollbesetzten Bahnen und Busse. Wie erklärst du dir, dass zum Beispiel jemand wie Aki Watzke oder Karl-Heinz Rummenigge in den vergangenen Tagen gesagt haben, dass wir letzten Endes immer erstmal ans Finanzielle denken müssen? Ist es nicht eigentlich genau umgekehrt, deine Meinung? Ja, das ist im Grunde genommen sind sie halt auch zuerst mal Geschäftsführer von Wirtschaftsunternehmen. Und die Vereine sind halt einfach Wirtschaftsunternehmen. Und deshalb denken sie da auch in erster Linie mit dran an ihre Marke, die sie mitvertreten. Und in erster Linie, glaube ich, sind sie halt auch ein Stück weit von der Situation überrollt, übermannt, vielleicht auch ein Stück weit überfordert und können da auch nicht Einzelentscheidungen treffen, weil da geht kein Verein her und sagt, also der FC Bayern München meldet jetzt die Mannschaft ab vom Spielbetrieb, 17 andere spielen weiter, das wird ja auch nicht passieren, sondern man ist da auch ein Stück weit in einer Gemeinschaft gefangen und muss sich dann halt in dieser Solidargemeinschaft, wenn man das so nennen darf, oder Zweckgemeinschaft, DFL, Profifußball, Bundesliga, Zweite Liga, Dritte Liga, dann auch ein Stück weit absprechen. Und bei den Großen ist es dann noch schlimmer, weil sie müssen ja dann in Richtung internationalen Fußball auch noch mit rein in die Abstimmung. Und da sind so viele Abhängigkeiten da, dass natürlich das auch für die Großen ein durchaus finanzielles Risiko ist oder eine finanzielle Tragweite hat. Ja. Wobei gerade auch die großen Clubs auch, so wie Aki Watzke das gestern gesagt hat in der Sportschau, sie haben ja Polster gebildet und warum sollen sie jetzt für Mannschaften, die nicht so eine Polster gebildet haben, da mitten gerade stehen? Also eben gerade hast du ja selber gesagt, das ist eine Solidargemeinschaft in einer gewissen Form. Also mich persönlich hat diese Aussage total geärgert. Ja, ich weiß auch nicht, ob er sich selber danach auch geärgert hat über seine Aussage, weil ich glaube, Dortmund gab es auch mal Jahre, da ging es nicht so gut und da waren sie froh, dass ein starker FC Bayern München dabei war, der sie dann auch ein Stück weit gestützt hat, auch finanziell. Von daher denke ich mal, dass das durchaus über die Zuteilung der Fernsehgelder oder sonst irgendwas dann auch in einer Art Solidargemeinschaft dann am Ende des Tages auch noch enden wird, damit man gemeinsam wieder eine Liga spielt. Also von daher, ich bewerte die Aussage jetzt nicht allzu hoch. Und wie siehst du das, dass zum Beispiel jetzt gerade eine Tranche, die dritte Tranche gezahlt werden sollte für die Bundesliga, erste, zweite Liga und dass die offenbar jetzt ausbleibt, weil nicht gespielt wird? Sind da nicht auch die, die Rechteverwerter, Sky, DAZN und wer da alles jetzt gerade noch drin hängt, mit im Boot, dass man sagt, naja, wir profitieren ja auch immer davon, dass wir den ganzen Spaß hier übertragen, sonst wir machen das ja nicht aus altruistischen Gründen, sondern weil wir auch selber Geld verdienen müssen und jetzt müssen wir alle, sowohl Rechteverwerter als auch die Vereine, als auch die Liga, als auch der Verband, wir müssen jetzt alle zusammenstecken, wie wir zusammen aus der Nummer rauskommen, weil ich glaube tatsächlich, es gibt viele Leute, die jetzt gerade nicht Sky einschalten oder DAZN einschalten, weil es keine Übertragung gibt. Ja, ja, klar. Es gibt, also man muss ein bisschen aufpassen, immer, dass man die Automatismen auch richtig bedient. Und das heißt nicht immer, wenn man eine Forderung hat, muss man sie auch maximal eintreiben. Sondern in dem Fall gehört es genauso dazu, zur Solidargemeinschaft, dass man sagt, hey, pass auf, ich weiß, bei euch geht es gerade nicht so gut, also alles prima. Wir setzen mal die Zahlung aus und da machen wir mal nichts. Da findet jetzt halt mal kein Geldfluss statt, weil bei uns auch kein Einkommen da ist, also kein Eingang von Geld. Deshalb können wir auch keinen Ausgang verbuchen. Der kommt dann halt zu einem späteren Zeitpunkt, wenn das Ganze funktioniert, wieder und am Laufen ist. Ja. Aber ich glaube, das kommt so nach und nach und auch das Bewusstsein kommt so nach und nach, dass man da halt nicht immer auf die Buchstaben des Gesetzes und der Paragraphen verweisen darf, sondern dann auch mal ein Stück weit ein gesunder Menschenverstand einzieht. Bist du dann auch dieses Stück weit optimistisch, dass der Fußball mit einer Schramme, zwar mit einer großen Schramme, aber ohne Insolvenzen und ohne Konkurse durch die Sache durchkommt? Ach, ich glaube, dass die Fußballvereine sich dementsprechend stützen werden gegenseitig, weil es ja auch, sag mal, wo wollen denn die Fußballspieler hin? Das ist ja das Nächste. Also wenn das quasi das kickende Kapital
über die Grenzen abhauen würde, das können sie machen, nur da ist ja auch gerade kein Fußball. Ja, da wird ja auch nicht gespielt, es sind keine Wechselfristen offen und so weiter. Also die Möglichkeiten sind auch gar nicht da. Und jetzt kenne ich die Verbindlichkeiten der Spieler nicht. Aber wenn da jetzt mal einer statt 200.000 im Monat vielleicht nur 100.000 im Monat verdient, weil gerade keine Spielprämien, Punkteprämien oder sonst irgendwas gezahlt werden, dann glaube ich, dürfte das gerade noch reichen, um eine Flasche Wein zu kaufen, eine Packung Nudeln und Toilettenpapier. Also gerade ich überzeichne, sehr wichtig. ich überzeichne das jetzt ein bisschen. Also das ist immer in Relation. Und wenn wir bei mir mein Arbeitgeber hergehen würde, sage ich, ich bin jetzt gerade monetär nicht so flüssig, ich kann ja halt nur 50% bezahlen. Ja, da müsste ich auch gucken, wie ich da über die Runden komme. Muss ich mir auch Gedanken machen. Aber wenn es mal so weit ist, dann geht es ja den Menschen und geht es den Unternehmen ja wahnsinnig schlecht. Und so würde ich das jetzt auch in der Bundesliga einordnen. Die Polster sind da und nicht umsonst gibt es dieses Lizenzierungsverfahren auch beim DFB in der Bundesliga und zweiten Liga, Profifußball, dass man einfach sagt, das sind im Grunde genommen gesunde Vereine. Ich würde mir eher Gedanken machen, wenn wir da in Italien oder Spanien unterwegs sind und Gedanken machen, wenn dort der Spielbetrieb wie in Italien eingestellt wird, ob die Vereine noch tatsächlich zahlungsfähig sind. Du hast jetzt ein paar Sachen gesagt, aber eine Sache fiel mir ganz spontan ein. Denkst du oder kannst du dir ausmalen, dass auch die Berater, die natürlich auch einen Großteil der Summen, die da im Sommer immer transferiert werden und hin und her geschoben werden, dass die auf die Vereine zukommen werden und sagen, ja Moment, wir haben auch unseren Teil, den wir tun können? Oder bist du da eher pessimistisch, dass die... Jetzt fällt mir kurz die Fantasie, was ein Berater tun kann. Naja, ja. Also keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal das neueste Beispiel. Nübel, der jetzt nach München geht im Sommer und sein Berater hat den Deal seines Lebens gemacht und keine Ahnung, der bekommt dann 5 Millionen und dann, dass man sagt, naja, also 5 Millionen ist jetzt eine fiktive Zahl, ich sag mal 5 Millionen, ich glaube, das ist auch im Beraterbereich keine unübliche Summe inzwischen, wenn so ein Vertrag ausläuft, dass man sagt, du pass auf, ich komme auf dich zu, wir machen jetzt hier 2,5 Millionen und stützen das in einen Fonds, den die Liga gründet oder so, so in die Richtung. Wenn der das macht, finde ich das klasse. Es ist halt jedem persönlich überlassen, ob er das macht. Ich finde es klasse, in der Solidargemeinschaft heraus etwas für die Gesellschaft zu tun, in so einem Maße. Aber ich glaube, da steht halt immer noch so das eigene Ich im Weg und das, was verhindert ein Stück weit, das zu machen. Es gibt halt nicht immer die Menschen, die dann auch wirklich so sagen, hey, ich habe genug zum Leben und jetzt packe ich da einfach mal ein großes Stück des Kuchens weg und tue das in eine große Schachtel, wo jeder drauf zugreifen kann. Du hast auch Lizenzierungsverfahren gesagt, das kann meiner Meinung nach im nächsten Sommer oder auch jetzt in den nächsten Perioden nach dieser Delle, die der Fußball jetzt abbekommt, gar nicht so laufen. Gibt es da eigentlich, weißt du was davon, ob es da irgendwelche Prozesse gibt, wenn es eine Rezession gibt, ob dann die Vereine anders bewertet werden? Nein. Okay. Also ich weiß es nicht im Detail, aber ich glaube, dass man sich da auch Gedanken macht. Aber das hängt alles davon ab. Wie spielen wir die Euro? Spielen wir sie versetzt im Herbst? Spielen wir sie nächstes Jahr? Spielen wir sie gar nicht. So wie sie jetzt gerade terminiert ist, glaube ich eher nicht die Wahrscheinlichkeit, dass es so stattfinden wird. Und davon abhängig ist halt dann der ganze nationale Spieltag oder der ganze nationale Spielplan. Bevor wir auf die Euro kommen, jetzt mal deine Perspektive. Wird das jetzt eine Saison sein, die abgebrochen wird? Wird sie vielleicht erst nächstes Jahr zu Ende gespielt, dass man sagt, das ist jetzt eine Saison, die heißt nicht 1920, sondern 1921? Wird abgebrochen? Wie wird aufgestockt auf 22 Mannschaften, 20 Mannschaften? Geht man dann das Risiko, einen Klagen zu bekommen von Vereinen, die jetzt sich noch ausgerechnet haben, um die Bundesliga aufsteigen zu können, wird auf Null gesetzt, wird annulliert. Es gibt ja so viele Fantasien. Gibt alles. Und das ist schon so wieder so weit in die Zukunft gedacht, wo wir nicht mal wissen, was in 2 Tagen alles innerhalb Deutschland noch alles angeordnet werden könnte. Von daher mache ich mir noch gar keine Gedanken um den Fußball.
da ist der Fußball für mich eher zweitrangig. Ich rechne mit allem, wünschen würde ich mir einfach ein temporäres Aussetzen und dann gerne weiterspielen in den Sommerferien oder in der Sommerpause. Vielleicht bis Anfang Herbst, je nachdem. Also von daher, ich bin da offen für alles, aber ich lasse mich da auch überraschen. Was würdest du dir wünschen, persönlich? Ach, ich persönlich finde es natürlich immer cool, wenn so eine Meisterschaft auf dem sportlich regulären Wege entschieden werden würde, ein Auf- und ein Abstieg auch dementsprechend sportlich regulär. Das wäre für mich immer noch das optimale Modell. Und die Europameisterschaft dann absagen oder auf den nächsten Sommer verschieben oder Herbst, Winter wird ja jetzt auch gerade diskutiert. Ja, ich bin da maximal entspannt, ja. ich guck mir das entweder irgendwo vielleicht mal in einem Stadion an, wenn ich das Glück habe, eine Karte zu haben, oder ich gucke mir dann das Ganze im Fernsehen an und von daher wirklich unabhängig davon, muss halt einfach wissen, da sind wieder millionenfach Menschen unterwegs, quer durch Europa hindurch. Ja, und das ist natürlich mit ein Faktor, der auch noch dazu kommt. Und da bin ich wirklich relativ gechillt, ja. Wie geht es denn den Schiedsrichtern bei der ganzen Sache? Du wirst ja bestimmt schon mit ein paar deiner Kollegen und deiner Nachfolger gesprochen haben. Wie ist gerade so die Stimmung auch bei den Schiedsrichtern in der Geschichte? Ja, darüber redet ja kein Mensch. Ja, im Grunde genommen, das ist wie bei Fußballern, die wollen halt auch kicken. Ja. Jetzt Schiedsrichter per se haben es natürlich trainingshalber ein bisschen einfacher. Die sind eh schon Einzelkämpfer beim Training. Das heißt, man kann ganz normal weiter trainieren, aber letztendlich wird man dann natürlich auch gern raus auf den Platz, würde die Praxis machen, hat natürlich auch nicht in unteren Ligen die Chance, die Praxis weiterhin zu betreiben. Und bei vielen, die sonst sehr intensiv unterwegs sind, die sind jetzt brutal entschleunigt oder die werden brutalst entschleunigt, weil die auf einmal mehrere Wochenenden sowohl unter der Woche wie auch, wie gesagt, an den Wochenenden Doppelbelastungen das nicht mehr haben. Und vielleicht werden sie jetzt auch unleidig zu Hause mit ihren Familien, kann auch sein, ja, unausstehlich. Nein, also denen geht's gut, denen tut es sicherlich auch mal gut, aber das ist wie vielen und mir bei mir sicherlich auch. Irgendwann kommt mal so eine Phase, wo du sagst, hey, der Witzka, jetzt mal wieder raus, jetzt mal vielleicht wieder in die Kneipe, mal ein Bier trinken oder sich mit Freunden treffen. Ja, aber es gehört natürlich auch zu dem Disziplin dazu, dass man am Ende des Tages seinen Teil dazu beiträgt, dass dieser Virus dann wieder zurückgeht. Wie halten die Schiedsrichter jetzt, die, wo du sagst, ja, die machen ja vielleicht mal am Wochenende, machen sie Bundesliga, in der Woche machen sie Champions League, Europa League, Länderspiele. Wie halten die Spannung hoch, dass wenn aus irgendeinem Grund im Mai, im Juni wahrscheinlich mit Geisterspielen doch wieder angepfiffen wird, dass sie dann wieder voll da sind? Weil dann geht es ja eben doch wieder um Millionen, es geht um Aufstieg, Abstieg dann kommt wieder der Videobeweis. Darüber redet ja auch im Moment in der Phase gerade kein Mensch. Da merkt man mal wieder, wie unwichtig dieses Thema eigentlich im Grunde genommen ist. Aber trotzdem muss ja dann die Spannung da sein. Hast du dir mal vorgestellt, wenn du noch aktiv wärst, was du machen würdest, um jetzt, wenn morgen wieder angepfiffen wird, wieder voll da zu sein? Ja, also wenn, die sind ja ganz anders im Training, als ich bin. Und das Wichtigste ist einfach, dass die im Training bleiben, dass sie sich Reize setzen, Trainingsreize setzen, hier und da vielleicht mal auch nochmal ein Videostudium angehen lassen, über so jetzt, wie spielen denn die Mannschaften gerade, wie haben sie gespielt, was ist da gerade Sachlage. Ein Stück weit aber auch Kraft tanken, auch mentale Kraft wieder tanken in der ruhigen Phase. Und dann ist man halt Schiedsrichter ziemlich schnell wieder im Wettkampfmodus drin. Und man kriegt es ja mit Vorlauf dann mit. Die Bundesliga wird dann irgendwann mal sagen, also pass auf, Spieltag XY startet dann und dann. Das kriegt man dann so mit. Das ist ja auch nicht einfach so von Freitag auf Samstag. Das wird nicht so schnell gehen wie eine Absage, weil die ganzen Systeme ja hochlaufen müssen mit Kartenvorverkauf und allem drum und dran. Und dann ist man da recht schnell wieder drin.
Und die Schiedsrichter sind aber auch, das ist eine Frage, die mir gerade einfällt, auch immer permanent in einem Wettbewerb. Also es geht ja auch darum, sozusagen diesen Konkurrenzkampf, auch wenn alle miteinander eigentlich gute Freunde sein können, aber am Ende des Tages sind sie halt eben doch Konkurrenten um die Top-Spiele, um eventuell Aufstieg in die FIFA-Gilde. Von unten kommen neue Jungs hoch oder Damen, Gott sei Dank auch Damen. Inwiefern hat so eine Phase jetzt gerade darauf Einfluss? Ach, das ist, ich glaube, da machst du dir als Schiedsrichter, würde ich mir da gar keine Gedanken machen. Und da machen die Jungs aus sich keine Gedanken. Die wollen Spiele leiten. Und wenn da jeder seine Leistung bringt, dann sind wir da weit weg von dem gerannten Abstieg und Aufstieg. Im Amateursport natürlich genauso logisch, aber das darf nicht an vorderster Stelle stehen, ob ich jetzt auf- oder absteige, sondern ich will da dazu meinen Teil beitragen. Und die Jungs sind alles Profis genug, damit sie das auch machen. Ja, also von daher wird es relativ locker gesehen, denke ich. So locker wie du? Weiß ich nicht, ich bin ja schon draußen. Aber du hast ja trotzdem eine Grundeinstellung. Also es gibt sicherlich auch einige, die relativ verbissen sind in dem Job. Ja, dann fehlt halt die Grundlockerheit, das kann auch sein. Die müssen sie noch erreichen. Dein Vorteil ist definitiv, du kommst aus Baden-Württemberg, da gibt es super schönen Wein. So sieht's aus, ja, genau. Die Jungs aus dem Norden, ne, aus Bremen, aus Hamburg. Ja, die können keinen Wein. Ja, das aus ist dem Norden. Die haben nur ihr Bier oder einen Schnaps. Ja, lass uns mal noch mal kurz zu einer Personalie kommen, die kurz bevor diese ganze Katastrophe auf uns eingestürzt ist, die Gemüter wahnsinnig bewegt hat. Es geht um Dietmar Hopp, den Investor und ja, Inhaber von der TSG Hoffenheim. Erstmal nur, bevor wir das anfassen, was hast du, bevor Hoffenheim irgendwann mal auf der Bildfläche erschienen ist, von Dietmar Hopp überhaupt gewusst und gehalten? Ich habe tatsächlich immer nur im Zusammenhang mit der TSG Hoffenheim von Dietmar Hopp Kenntnis gehabt. Und es war noch so, dass das neue Stadion nicht gestanden hat, sondern quasi in Sinsheim selber oben auf dem Berg die Menschen gespielt haben. Freundschaftsspiele, Punktspiele habe ich dort geleitet. Dietmar Hopp war da auch immer im Stadion. Den hat man dann getroffen vor dem Spiel im VIP-Raum, hat mal gemeinsam einen Kaffee getrunken. Ein recht sympathischer Mensch. Und was wusste ich, dass er Mäzen ist bei TSG Hoffenheim, dass SAP-Mitbegründer ist. Und ansonsten habe ich von dem Menschen Dietmar Hopp auch nur so Details aus den Medien erfahren, die die Medien auch sag mal, bereit sind oder die Dietmar Hopp ist bereit ist, dann preiszugeben. Aber mehr auch nicht. Es gab ja früher auch schon Mäzen im deutschen Fußball. Ich denke da jetzt erstmal nur an Wattenscheid und ich glaube, der hieß Klaus Steilmann. Ja, ja, genau. Und damals gab es ja nicht mal im Ansatz diese Diskussion, wie wir sie heute haben. Verstehst du auch so ein bisschen den Unmut der Fans, die sagen, also wir wollen eigentlich nicht, dass jemand sich einen Verein so als Hobby leistet und dadurch einen anderen Verein in der Bundesliga verdrängt? Ja, also auf der einen Seite kann ich es verstehen, auf der anderen Seite kann ich es jetzt nicht verstehen im Hinblick auf Dietmar Hopp, weil ob es jetzt eine Person ist, die unheimlich viel Geld in so einen Verein investiert, das aber dann auch professionelle Strukturen aufbaut, sozial sich unheimlich engagiert in der Region und darüber hinaus, oder ob es dann eine Firma ist, die hinter einem Verein steht. Weil man muss sich doch mal, wenn man sich mal die Bundesliga anschaut und guckt mal so rum, dann guckt man gar nicht so weit weg. Und dann entdeckt man, oh, da gibt's ja auch eine sogenannte Werkself, die nennt sich ja so. Also die ist mal aus einer Betriebssportgruppe raus entstanden. Dann hat man, wenn man nach Leipzig schaut, einen Riesenmäzen, den habe ich nie gesehen, in Form eines Transparentes mit einem Fadenkreuz, den Matischitz. Oder wenn man jetzt nach Hannover schaut, ein Kind, der quasi sich Hannover 96 auch so zurecht geschustert hat und dort quasi herrscht. Also es gab immer solche Vereine oder 1860 mit Wildmoser oder sonst irgendwas. Da gab es immer starke Mäzene, starke Vereine.
Irgendwie hat sich's an dem Dietmar Hopp entzündet. Es ist eher so das Thema vielleicht auch Neid und was können sich andere natürlich auch mit Geld leisten. Guckt man über die Grenzen Deutschlands hinaus, dann ist das Thema, da kauft sich ein reicher Mensch oder eine Familie, kauft sich quasi einen Verein, gerade wenn man so in Richtung England und Frankreich mal rüberschaut, und dann kaufen die sich so einen Verein. Und wenn es ihnen dann zu blöd wird, dann wird er halt wieder verkauft. Ja. Das ist schon auch so ein Paradoxum. Was bei Dietmar Hopp die Frage ist, kann man, weil du es ja auch gerade in einem Satz gesagt hast, kann man sein Engagement für den Fußball, was viele konträr sehen, kann man es trennen mit seinem sozialen Engagement oder muss man es nicht vielleicht auch trennen, dass man sagt, naja, auf der einen Seite ist er halt eben der gute Mensch, der Krankenhäuser baut, der in Wissenschaft investiert, der auch die kleinen Dorfvereine unterstützt, dass die Kids Fußball spielen und nicht auf der Straße herumgammeln. Und auf der anderen Seite ist er jemand, der halt eben mit einem massiven Investment von der dritten Liga in die Bundesliga durchgerauscht ist. Also ich erinnere mich an die Zweitligasaison, wo Hoffenheim wahnsinnige Transfersummen bewegt hat, nur um mit aller Macht dann eben doch den Schritt in die erste Bundesliga zu schaffen. Ja. Kann man das trennen oder kann man das nicht trennen? Nein, sollte man das vielleicht trennen? Ich weiß nicht, ob man das trennen sollte. Das ist der ein Mensch, das ist Dietmar Hopp. Und der Dietmar Hopp hat sich als Geschäftsmann ein Ziel gesetzt, zusammen mit einem Verein, in dem er gesagt hat, ich will wieder hoch in die Bundesliga. Das ist jetzt mal nichts Schlimmes, sondern das ist ein Ziel. Und wenn man das dann erreicht mit den Mitteln, dann ist es doch prima. Weil das zeigt auch, dass auch andere Vereine nach oben kommen können und letztendlich es nicht immer nur um die Tradition geht, wenn jetzt halt es Vereine gibt, die, weil sie schlechter gewirtschaftet haben, keine Sponsoren finden, dann sind sie und dann sportlich vielleicht auch nicht mehr die Chance haben, da Schritt zu halten, dann sind sie halt dann nicht mehr in der Bundesliga, sondern in der zweiten, in der dritten Liga. Das ist halt einfach nun mal so. Und da kann demnächst irgendein anderer Mensch mal um die Ecke kommen, der sagt, Mensch, ins Günther, nehmen wir mal bei 60. 60 hat es auch einer probiert, leider erfolglos. Ja, wenn das Geld, was der da investiert hätte, irgendwie besser auf dem Rasen eingeschlagen hätte, wäre 60 wahrscheinlich jetzt nicht da, wo sie jetzt gerade stehen, sondern sie wären vielleicht in der zweiten Liga geblieben oder vielleicht sogar am Sprung in die erste Liga, wer weiß. Ja, oder wenn wir jetzt mal Nürnberg nehmen mit Michael A. Roth zu Nürnberger Zeiten, ja, da gab es auch einen Mäzen. Also da, wenn man so nachdenkt, dann findet man viele Vereine, in denen solche Menschen ihr Herzblut, ihr Geld auch reinpacken und nebenher auch sicher viel für soziale Zwecke auch noch spenden. Oder nehmen wir Uli Hoeneß, der auch viel für soziale Zwecke sich engagiert hat und investiert und gezahlt hat. Ja, aber im Grunde genommen ist es trotzdem ein knallharter Geschäftsmann auch auf der einen Seite. Ich muss immer wieder an so ein anderes Modell denken. Also eben nicht, dass einer ganz viel Geld reinbuttert, sondern viele kleine Sponsoren, also ein riesiger Sponsorenpool dafür sorgen, dass ein kleiner Dorfverein Profifußball Fuß fasst. Und da denke ich an die Schwäbische Alb, da denke ich an Heidenheim. Die das jetzt schon sehr lange, vor allem übrigens auch mit einer Konstante an der Trainerposition, geschafft haben, dort Fuß zu fassen. Ist nicht aber dann, wenn da einer kommt und sagt, ich habe jetzt hier so und so viele Millionen und Milliarden in der Hinterhand, die ich investieren könnte, das ist für so einen Verein, der sich, sag ich mal, so die Sponsoren zusammen hamstert ist jetzt auch gerade ein schönes Wort in der aktuellen Zeit, ist es nicht auch ein bisschen gemein und unfair, dass wenn Leute sozusagen gut wirtschaften, sich clevere Ideen machen und ihren Verein nach oben bringen, wenn dann so einer auf der Überholspur rechts vorbei rauscht, so wie Hoffenheim, so wie Leipzig? Ja, das ist so, aber das wird man immer haben. Und da ist der Fußball auch nur ein Beispiel des Sports. Nehmen wir mal die Formel 1. Wenn in der Formel 1 einer hergeht und sagt, ich investiere jetzt da Millionen und dann wird er sich die teuersten Motoren, die teuersten Techniker leisten können und wird über kurz oder lang vielleicht die Formel 1 beherrschen, weil er dementsprechend Geld da drin hat.
oder wenn es um andere Dinge geht, wo mit Geld man halt doch sehr viel dann auch bewirken und kaufen kann. Oder sei es jetzt im American Football oder sonst irgendwo, wo ja auch diverse Gelder im Umlauf sind. Und sag mal, diese Ungerechtigkeiten gibt es halt dann doch ein Stück weit, solange der Markt offen ist und eine kapitalistische Ausrichtung da ist. Ich hatte heute ein T-Shirt auf Arbeit an von Union Berlin. Warte mal, das kann ich dir, wir sind ja hier mit Kamera verbunden. Ich weiß nicht, ob du das sehen kannst. Da sind zwei Hände, die umfassen ein Herz. Und drunter steht, nehmt euer Herz in beide Hände. Das ist so ein Aufstiegsplakat bei den Unionern gewesen, vor dem Spiel gegen Stuttgart, vor dem zweiten. Und heute kommt ein Mann in meinen Laden und sagt, er sieht das T-Shirt und sagt, geiles T-Shirt, das war der schönste Tag in meinem Leben. Und ich musste sofort an den argentinischen Trainer, oh Gott, wann war das, 1978, hilf mir, Nationaltrainer Argentinien 1978 bei der Weltmeisterschaft. Dieser Ach so. Trainer, nicht Carlos Bilardo war 1986, jetzt stehe ich total auf dem Schlauch. Jedenfalls, der hat gesagt, der kapitalistische Fußball orientiert sich nur an Gewinnmaximierung der rechte Fußball an Gewinnmaximierung, der linke Fußball an die Verbreitung von Lebensfreude. Und das ist doch eine Sache, die zum Beispiel auch den Hoffenheimern und den Leipzigern total abgeht, dass man eigentlich in allererster Linie, das ist, finde ich, anders als zum Beispiel bei Formel 1 Rennstellen, nehmen wir mal Ferrari raus, die tatsächlich eine Religion in Italien sind, dass Fußballvereine eigentlich eine soziale Verantwortung und Komponente sind, die man eben nicht so kaufen kann. Und deswegen, so erkläre ich mir persönlich auch die Extremreaktion beim Thema Hopp, beim Thema Red Bull zum Beispiel. Ja klar, logisch. Du hast natürlich immer Traditionen, du hast natürlich immer Leidenschaften, die haben diese Vereine von Anfang an gar nicht miterlebt. Sie erleben sie jetzt und sie steigen auch schon in einem viel höheren Maß ein. Aber wenn du die Anhänger befragst, dieser Vereine, die vielleicht schon über Jahre dabei sind und diesen maximal schnellen Aufstieg miterlebt haben, diesen Riesensprung erlebt haben, die haben auch eine Leidenschaft. Die denken auch, wow, super Verein und klar, hat nicht so viel Tradition wie vielleicht ein wie Union Berlin oder so als Underdog kommend aus einem schwierigeren Umfeld und es dann sportlich dann geschafft, da aufzusteigen. Und das macht ja gerade dieses Vielfältige aus, das wir haben in der Bundesliga. Die sind ja nicht alle gestreamlined. Und das ist doch das Tolle. Und ich finde halt immer, man darf durchaus eine gewisse Toleranz walten lassen, indem man alle Modelle auch ein Stück weit die dieses Lizenzierungsverfahren, die dieses Rahmenmodell des DFB und der DFL zulässt, einfach auch akzeptiert in dem gemeinsamen Sport. Dass es da Neid gibt, ist völlig klar, bloß der darf nicht zu sehr ausarten. Aber du sagst gerade, dieses Lizenzierungsmodell, angenommen jetzt gibt es den großen Crash dank dieser Corona-Geschichte und die kleinen Vereine gehen in die Knie, dann haben doch die Vereine, die eben die Mäzen haben, die Supersponsoren wie Dortmund oder Bayern haben, einfach die besseren Karten und die anderen Vereine, die müssen halt bleiben, wo sie sind. Logisch. Und in schlechten Zeiten ja, in guten Zeiten auch und trotzdem kann es ihnen passieren, den großen Vereinen, da sie in einer gewissen Abhängigkeit stecken mit diesem einen Menschen, dass wenn der verkrault ist, dass wenn der vielleicht mal nicht mehr ist, siehe Steilmann in Wattenscheid und komischerweise gibt es die Vereine dann über längere Zeit nicht mehr. Wenn so ein Verein wie in Heidenheim über mehrere Sponsoren gut aufgestellt ist oder auch Union Berlin, dann ist da für die Zukunft eigentlich eine stabile Basis gelegt. Also von daher sind vielleicht nicht so viele Sprünge möglich, so große Sprünge, aber es ist eine gewisse Beständigkeit da. Also ich sehe, wir brauchen beide. Wir brauchen die großen Tiere, wir brauchen die Traditionsvereine, wir brauchen die Reichen, wir brauchen die weniger reichen Clubs. Aber letzten Endes ist es ganz wichtig, jetzt gerade in diesen schweren Zeiten, dass die Vereine, die auf besseren Füßen stehen, auch jetzt Hand anlegen, wenn es drauf ankommt. Das wäre wünschenswert, ja.
Dann nochmal kurz zu der Geschichte Hopp. Davor gab es das Thema Kollektivstrafen. Ja oder nein? Der DFB hat das offenbar einseitig gekündigt, nachdem Dortmund-Fans ihre Bewährungsauflagen, muss man ja so nennen, gebrochen haben. Wie empfandest du diese ganze Diskussion von vorne bis hinten? Also mit dem Impuls, dass man sagt, wir führen die Kollektivstrafen wieder ein, indem wir in Hoffenheim die Dortmund-Fans für 2 Jahre blocken, und den daraus entstandenen Reaktionen, sowohl von den Fans als auch von den Machern? Ich finde es halt immer schade, dass der Sport an der Stelle, egal welche Sportart, missbraucht wird, um dann den Fußball so eher in den Hintergrund rücken zu lassen. Sei es durch dann eine quasi Verbrüderung über die Stadien hinweg, wo Hoffenheim gar nicht involviert ist. Hauptsache, man hat da quasi einen Namen, eine Figur, die dann für alles steht und am Ende sogar für die Kollektivstrafen des DFB dann auch noch herhalten muss. Das finde ich ein bisschen schade. Und da verkommt mir der Fußball zu sehr als Instrument des Protestes. Hast du dir gedacht, warum spielen die Jungs von Hoffenheim und Bayern, ich meine, das Spiel stand zu dem Zeitpunkt 0-6, aber warum spielen die nicht weiter Fußball? Ja. Warum diese krasse Geste, wo es vorher eben, wenn es um Rassismus geht, wenn es um Homophobie geht, bisher kein einziger Verein sich auf die Hinterbeine gestellt hat und gesagt hat, das lassen wir nicht zu und wir gehen vom Platz. Ja. Wir zeigen den Jungs, wenn ihr so was macht, dann spielen wir eben kein Fußball mehr, dann machen wir hier ein absurdes Theater. Ja, ich glaube, das ist der Besonderheit geschuldet, jetzt ein Stück weit, dass Dietmar Hopp natürlich auch Mitglied beim FC Bayern ist, dass da eine freundschaftliche Verbindung da ist in das Präsidium, auch in den Verein rein, und dass deshalb vielleicht auch da so eine Art Verbrüderungsgeste entstanden ist. Ich glaube nicht, dass es bei einem anderen Verein wahrscheinlich, wenn das der Gegner gewesen wäre, so stattgefunden hätte, dass die sonst normal Fußball gespielt hätten. Ich glaube, das ist einfach der Besonderheit geschuldet, dieser Begegnung an dem Spieltag und in dem Moment. Es passieren manchmal solche Dinge. Ich kann mir es aber wenig vorstellen, jetzt, wenn jetzt die Partie geheißen hätte, Hoffenheim gegen Gladbach oder sonst irgendwo, hätte ich mir das jetzt nicht so vorstellen können. Ja, oder stell dir vor, das Spiel hätte 0-0 oder 1-1 gestanden oder Hoffenheim hätte 1-0 geführt, ob man dann gemeinsam vom Platz gegangen wäre. Und ich finde, das ist jetzt so meine persönliche Note, die jetzt da reinkommt. Ich fand eigentlich, dass das tatsächlich, dass diese Aktion war ein Tritt gegen den Sport. Da hat man den Sport mit Füßen getreten, dass man nicht sagt, wir spielen trotzdem Fußball, obwohl ihr sowas macht, weil der Sport im Vordergrund steht. Und stattdessen entstand meiner Meinung nach ein Eindruck, jemand, der Milliardär ist, dafür geht man dann vom Platz. Das ist richtig. Das ist richtig. Also ich bin bei dir zu sagen, es gibt keine Lex Hopp, die extra für Dietmar Hopp eingerichtet worden ist, sondern vielleicht ist das wieder ein Punkt gewesen, in dem das Ganze einfach zum Überlaufen kam und man sagt sich, hey, das kann es doch nicht sein. Wir wollen diesbezüglich nichts in den Stadien, wir wollen keinen Rassismus, weil in anderen Ländern, in Italien Portugal ist zum Beispiel so etwas passiert mit Rassismus. Da hat man ganz anders reagiert und von daher weltweit oder UEFA-weit, europaweit dann auch dementsprechend reagiert. In Deutschland war es Dietmar Hopp mit diesen Bannern. Aber es ist völlig klar, es darf weder diskriminiert noch rassistisch angegriffen, noch aber auch so persönlich angegriffen werden. Da finde ich immer, da wird der Fußball in seiner Menge, in seiner anonymen Menge auch ein Stück weit missbraucht. Also ich möchte an der Stelle übrigens sagen, auch die Beleidigung gegen Dietmar Hopp ging mir zu weit, das macht man nicht. Also das ist, auch wenn man ihn kritisch sehen möchte und sehr kritisch sehen möchte, was ich selber tue, niemand hat es verdient, auch auf so einer Ebene dermaßen beleidigt zu werden. Und ich muss auch sagen, auch reiche Menschen haben eine Psyche das darf man echt nicht vergessen, finde ich. Ja, und manchmal sind wir doch ehrlich. Also selbst reiche Menschen haben ihr Leben lang auch vielleicht hart gearbeitet, hatten Glück und da hat sich das einfach ergeben.
Und siehe da, die haben es auch in ihrem Leben zu was gebracht und haben ganz andere Ziele, ja. Aber sie dann zu beleidigen, zu denunzieren, das missfällt mir auch aufs Extremste. Und um jetzt die Schleife bei Dietmar Hopp zu machen, heute kann man und gestern konnte man lesen, dass Dietmar Hopp Anteile hat an einer Firma, die jetzt einen Impfstoff entwickelt und dass der amerikanische Präsident Donald Trump probiert hat, die Firma nach Amerika zu locken, dass der Impfstoff exklusiv für Amerikaner nur zu haben ist und nicht für die ganze Welt. Was geht in dir vor, wenn man dann sagt, ja, jetzt wird der gute Hopp wieder dargestellt und das ist doch eigentlich genau der, der unseren Fußball kaputt machen will. Also wenn man genau auf der Ebene auf einmal Hopp angreift und auf der anderen Seite sagt, naja, Moment mal, das ist doch, also jetzt er wird ja auch jetzt wieder dargestellt als jemand, der auf der Tribüne steht, in den Artikeln, wenn man den Artikel liest über diese Firma, die den Impfstoff herstellt, und dann sieht man Dietmar Hopp auf der Tribüne stehen. Also das ist, finde ich, das ist ein da überall beißt sich die Katze in den Schwanz an der Stelle. Und wie geht es dir, mit der Geschichte, wenn du das sagst? Also, ich habe mit meiner Frau gestern Abend auch diskutiert, und meine Frau sagt, also sie könnte es jetzt quasi verstehen, wenn der Dietmar Hopp sagt, Menschenskinder, jetzt habe ich endlich eine Chance, jetzt kann ich auswandern, jetzt schnappe ich mir den ganzen Krempel und lasse mir da von den Amerikanern mordsmäßig Geld dafür bezahlen, wandern nach Amerika aus, wenn sie mich in Deutschland so behandeln. Könnte man ja auch nachvollziehen, solche Gedanken. Aber das wäre ich glaube, die Spitze des Egoismus. Ich glaube, dann dürfen wir ab sofort keinen Fuß mehr auf die Straße setzen. Ja, natürlich, aber trotzdem kann man doch auch sagen, die ärgern mich alle, die wollen mir alle ans Leder, ich will doch nur Gutes und dann tue ich denen jetzt auch vielleicht mal was Böses, ja. Und das, so ist er ja nicht. Aber überleg selber mal. Und für mich war das immer ein Wahnsinn. Oliver Kahn kam in die Stadien und hatte ein Bayern-Trikot an. Und er wurde überall angegriffen. Oliver Kahn kam in die Stadien und hatte ein Deutschland-Trikot an. Und er wurde gefeiert. Von den gleichen Menschen, die ihn vorher wegen dieses Bayern-Trikots angegriffen haben. Wo ich denke, Wahnsinn. Aber das ist Fußball. Du hast, also um jetzt mal den Bogen aus diesem Schwermut, den diese ganze Episode, die wir heute aufgenommen haben, ein bisschen rauszukriegen. Gerade Oliver Kahn, da hast du doch bestimmt irgendeine schöne Anekdote mit Oli Kahn erlebt. Die keiner ich weiß bisher. Ich habe mehrere Anekdoten mit Oliver Kahn erlebt und ich kann mich an eins entsinnen mit Oliver Kahn, der, wenn man zurückblickt, sich ja immer recht impulsiv benommen hat in seinem Tor und darüber hinaus im Torraum und war immer bekannt dafür, dass er sehr gefährlich war, sehr impulsiv, gerade bei Dortmund-Spiel, gegen Dortmund die Spiele. Und ist damals so war, dass er rausgestürmt ist aus seinem Tor, den Ball todesmutig sicher gefangen hat, im Vorbeilaufen seinem Gegenspieler, ich glaube Chapuisat oder Herrlich war es, noch versucht hat, den Kopf abzubeißen. Also die Inbrunst an Gefährlichkeit war damals. Und es kam, wie es kommen musste. Ich hatte dann mal ein Spiel gegen Hannover, noch im Olympiastadion, Pokalspiel. Bayern führte, ich glaube, ziemlich deutlich 5-0, irgendeine Strafstoßsituation verschuldet durch Kahn. Und ich dachte mir, wie bringst du diesem Menschen jetzt bei, dass du ihm die gelbe Karte zeigen musst, wo du nicht weißt, wie reagiert er und tickt er vielleicht aus. Ich habe mich dann dafür für die Offensive entschieden, habe dann aus 10 Metern gesagt, der Kahn, ich komme jetzt, ich muss sie verwarnen, bitte nicht beißen. Ja, und als ich so ein leichtes Lächeln im Gesicht sah, dachte mir so, die Gelegenheit ist günstig, geh näher ran und zeige ihm die gelbe Karte. Also das sind so Anekdötchen mit Oliver Kahn und abseits des Feldes war er immer ein umgänglicher Typ, ist es ein umgänglicher Typ, aber auf dem Feld war er halt einfach ein emotional Leader, ja, und das gehört dazu. Das ist eine wunderschöne Geschichte. Ich stelle mir bloß gerade die Frage, ist es vielleicht tatsächlich auch ein Werkzeug, was Sportler haben können, wenn sie tatsächlich diesen Ruf haben, dass sie na klar. Also dass sie damit auch einen Schritt weiterkommen?
Ob sie weiterkommen, weiß ich nicht, aber sie schaffen damit eine Aura um sich. Klar, aber ich meine, selbst beim Spielleiter, also das ist ja schon eine krasse Geschichte. Hast du ernsthaft gedacht, dass er sozusagen wirklich aggressiv auf deine gelbe Karte dann reagiert? Weiß ich nicht. Aber man kann sich ja so Dinge ausmalen, ja. Vielleicht kommt unser kleiner Podcast irgendwann mal so weit, dass wir Oliver Kahn dazu befragen können, wenn er dann großer Gerne. Präsident des FC Bayern ist. So ist es. Dann steigt er auf unserem Podcast hinab und als Titan, als Bayern-Titan. Genau. Ja, ich komme zum letzten Punkt, der heißt hier Mut und Optimismus. Mut und Optimismus war letztes Jahr der so ein Slogan, den Christian Arbeit, der Stadionsprecher und Pressesprecher von Union Berlin hatte, im Bezug auf die Chancen zum Aufstieg. Und ich finde, ehrlich gesagt, wir sind jetzt gerade in einer Phase, wo wir Mut und Optimismus ein bisschen brauchen. Und ich möchte jetzt gerne sozusagen bei dir Mut und Optimismus tanken für die nächsten Wochen, vielleicht sogar Monate. Hast du irgendwas, wo du sagst, das macht dir Mut, das stimmt dich optimistisch, was gerade passiert? Ach, ich finde immer noch, dass wir immer noch Anzeichen haben einer großen Gemeinschaft, einer großen zusammengehörigen Gesellschaft. Und es sind kleine Dinge, die mir Mut machen. Also so kleine, in kleinen Rahmen einfach Zeichen, wo wir uns gegenseitig helfen, wo wir dann fragen, hey, fehlt dir was, brauchst du was, kann man dich irgendwie in irgendeiner Art und Weise unterstützen. Und wenn ich das im Kleinen erlebe, dann glaube ich, kriegt man es im Großen und Ganzen auch hin. Und das macht mir Mut. Da ist nicht Hopfen und Malz verloren, weil jeder seine Tür zumacht hinter einem und nicht nach den anderen schaut. Und das erlebe ich gerade nicht und das macht mir unheimlich Mut, ja. Liebe Plattsporthörer, ich habe jetzt 1 Stunde und 5 Minuten mit dem ehemaligen FIFA-Schiedsrichter, Bundesliga-Schiedsrichter und jetzt Mercedes-Benz-Macher gesprochen. Mach AMG draus, dann bin ich bei dir. Ein was? AMG. AMG, okay. Oh, AMG, um die Autos kümmerst du dich. Okay. Ich kümmere mich um die Autos, ja. Okay, also der AMG-Checker aus Baden-Württemberg, der uns jetzt mal erzählt hat, wie das mit der Corona-Krise im Sport aus seiner Sicht läuft, was Mut macht. Und Knut, ich danke dir auf jeden Fall wahnsinnig für deine Gedanken und für deine Offenheit. Ja, ich hoffe, dass wir uns irgendwie widersprechen. Es hat mir wieder mal sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Martin, gerne. Mir auch, auf jeden Fall. So, und wenn euch das Gespräch hier Spaß gemacht habt und ihr weiterhin teilhaben wollt an unseren Sendungen, dann folgt uns bei Facebook, bei Twitter vor allem. Da sind wir jeden Tag und kommentieren das Weltgeschehen. Oder bei Instagram, da gibt es dann ein paar hübsche Bilder. Und wenn ihr bei Apple Podcasts seid, dann ja, bewertet uns dort mit 5 Sternen, vielleicht einen kleinen Text, das würde uns sehr freuen. Und nächste Woche kommt die 50. Folge Plattsport und tatsächlich haben wir da auch wieder einen wirklich sehr, sehr tollen Gesprächspartner engagieren können und ich freue mich schon wahnsinnig. Ob an Knut Kircher heranragt, ja, der jetzt schon zum zweiten Mal bei uns mitgemacht hat, weiß ich nicht. Aber Knut, tausend Dank für deine Zeit und ich wünsche dir persönlich alles Gute, deiner Familie und dir und allen, die du kennst, auch deinen Kollegen, viel Gesundheit und guten Atem jetzt in dieser schweren Zeit. Martin, danke, dir auch. Und das war's jetzt, Folge 49, Plattsport mit Knut Kircher. Jetzt kommt die Abspannmelodie und auf bald. Tschüss, Knut. Ciao, Martin, mach's gut. Plattsport, der Sportpodcast.